Kann jetzt gehen? Danke. Ah, ich fühle mich schon wie ein Nachtigall. Ihr solltet nun, da ihr den Eid geschworen habt, ist es an der Zeit, ich hab gar nichts geschworen. Den Teil des Rätsels zu enthüllen. Mercers wahres Verbrechen. Okay. Hat er noch mehr gemacht? Mercer konnte nur deswegen ohne zwei Schlüssel die Schatzkammer der Gilde aufschließen, weil er etwas aus dem Dämmergrab gestohlen hatte. Den Skelettschlüssel. Dadurch hat er unsere Verbindung mit Nocturnal aufs Spiel gesetzt und im Grunde bewirkt, dass uns das Glück ausgegangen ist. Der Schlüssel passt also zu jedem Schloss. Das schon. Aber bei dem Schlüssel geht es nicht nur um physikalische Hindernisse. Wir alle verfügen über Fähigkeiten, die wir noch nicht nutzen. Das Potenzial, große Macht auszuüben, ist tief in uns verborgen. Sobald ihr versteht, dass der Schlüssel auf diese Eigenschaften zugreifen kann, wird das Potenzial grenzenlos. Die Gilde soll dieses Wesen zuerst in seinen Besitz bringen. Wir drei können gemeint, dass... Das klingt, als sollte ihn besser niemand besitzen. Gut, dann versteht ihr also, warum es hier um mehr geht, als nur um Mercers Gier nach Macht. Wenn der Schlüssel nicht in sein Schloss im Dämmergrab zurückgebracht wird, wird für die Gilde nichts mehr so sein, wie es war. Oh. Mit der Zeit würde unser Glück schwinden, bis praktisch nichts mehr übrig wäre. Und ob es euch bewusst ist oder nicht, unser verblüffendes Glück ist für unser Gewerbe schon sprichwörtlich. Das erste Mal, dass ich losziehe, um etwas zurückzugeben. Wohl wahr. In unserer Branche geht es selten darum, einen gestohlenen Gegenstand seinem rechtmäßigen Besitzer zurückzugeben. Los geht's! Bevor wir abreisen, möchte Brynjolf noch etwas Geschäftliches besprechen. Ihr solltet euch anhören, was er zu sagen hat. Oh, ja, hörst du noch? Eines müssen wir noch klarstellen, bevor wir uns Mercer schnappen. Die Führung der Gilde. Ich übernehm's. Zum nächsten Mal, Börschchen. Du machst mir Angst. Hör zu, Börschchen. Eines müssen wir noch klarstellen, bevor wir uns Mercer schnappen. Die Führung der Gilde. Du wiederholst dich. Warum erzählt ihr mir das? Warum erzählt ihr mir diese schöne Geschichten? Kalia und ich haben vor eurem Eintreffen lang darüber gesprochen. Dank eurer Leistungen wurde Mercers Verrat aufgedeckt. Nachdem wir uns mit ihm befasst haben, müssen wir nur noch die Gilde zur alter Stärke zurückbringen. Wir beide glauben, dass ihr das Potenzial besitzt, Mercers Nachfolger als Anführer der Diebesgilde zu werden. Ich? Warum nicht ihr? Ich bin schon lange dabei, mein Freund. Sehr lange. Ich habe den Adligen ihre Schätze gestohlen und Priestern Morde angehängt. Ich mache meine Sache gut und bin vielleicht sogar einer der Besten. Aber das ist alles, was ich kann. Ich bin kein Anführer. Ich hatte nie das Verlangen und es war mir auch nie wichtig. Ich will es nicht. Okay. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Danke. Danke, ja, wir haben vor eurer Beförderung erst noch einen kleinen Auftrag zu erledigen. Oh, nö. Werdet jetzt also nicht sentimental. Also. Einverstanden. Ich. Dann steht es fest. Wenn alles vorbei ist und Delvins Kontakte mir versichern, dass wir in Himmelsrand wieder Fuß gefasst haben, befassen wir uns mit den Einzelheiten. Bis dahin haben wir noch viel Arbeit vor uns. Dann sollten wir keine Zeit verlieren. Ich habe mich mit den Plänen befasst, die ihr uns gebracht habt, und bin mir sicher, dass die Augen der Falmer sich in den Zwergruinen in Irkintan befinden. Kalia und ich werden euch dort treffen. Macht euch bereit, Bürschchen. An den Kampf wird man sich lange erinnern. Wir sind jetzt wohl Nachtigallen, ja. Wir sind ein richtiger Blitzmerker. Wir sind jetzt wohl Nachtigallen. Das müsst ihr aber nochmal sagen, damit wir es mal bestätigt bekommen. Ja, und einiges von dem, was Kalia gesagt hat, ergibt langsam einen Sinn. Mercer hat vielleicht unseren Ruf beschädigt und unser Gold ergaunert. Doch das geht selbst über seine Aktionen weit hinaus. Der alte Delvin nannte es immer einen Fluch und wir verspotteten ihn. Tja, zu früh gelacht. Meint ihr, wir haben eine Chance gegen Mercer? Hättet ihr mich gestern gefragt, wäre meine Antwort nein gewesen. Aber nun sind unsere Chancen gestiegen. Erklärt mich für verrückt, aber ich vertraue Kalia. Ich glaube nicht, dass sie uns auf eine Selbstmordmission führen wird.
Außerdem sterbe ich lieber mit Mercers Blut an meiner Klinge, als den Rest meines Lebens zu bedauern, davongelaufen zu sein. Bis zum nächsten Mal, Würschchen. Bis zum nächsten Mal. Ich will jetzt mal ganz kurz einen neuen Mann aus dem Janzen. Ich finde ihn scheiße. Er sieht voll cool aus, ne? Ja. Aber. Ne? Sieht sogar besser als meine, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich mag schwarz, ich mag, ihr wisst ja, ich mag ja so dunkle Farben, ne, düstere Farben, ja, ultra geil, ne. Ich bin nicht so ein Fan von hellen Farben. Also, auf keinen Fall rosa, oh Gott. Ich finde, ich ein rosa Auto sehe, kriege ich schon Pickel, ey. Nein, jeder soll das fahren, was er will. Aber jeder soll das mögen, wer will, aber ich mag rosa, ich weiß nicht, ich finde rosa eine schreckliche Farbe. Ich weiß nicht, ich finde rosa, ich gibt's keine Sache, wo ich sagen würde, so, ja, rosa passt, der ja, bei Barbie, ja, kann sein, dass da rosa passt, aber sonst passt es nicht. Aber ich bin auch eher ein Fan von dunklen Farben, ich mag so Batman, so ganz dunkle, ich mag Spider-Man, aber auch eher so die dunkleren, es gibt einen dunkleren Spider-Man-Kostüm mir auch schon, ich mag eher das Dunkle. Ich mag auch die Nacht. Bin du übelst, ich weiß nicht, ich finde das viel geiler, aber. Auch wenn ich ein Open World Spiel sehe, Alter, ich finde die Nacht immer so wunderschön. Oh, wenn ich daran denke jetzt gerade, wie heißt das Spiel? GTA 5 4 bei Nacht, Alter. GTA 4 oder GTA 5 auch. Beide GTA Teile bei Nacht oder oh, bei Nacht und dann durch die Gegend fahren ist das Beste. Weil nachts ist halt geil, so. Weiß nicht, tags sind hier. Ich bin ja so ein Nachtmensch. Wenn ich tags über müde bin. Und es ist dann nachts, dann bin ich hellwach. Ich bin übelst ein Nachtmensch. Ich liebe die Nacht. Ich bin ein Nachtmensch, ich bin aber auch, weiß ich nicht, also, ich werde irgendwie mal eine Nacht, ich soll irgendwie so ein Nachtwächter werden. Na gut, nee, eigentlich nicht, das ist ein Scheiß, nicht so gut bezahlter Job, aber, so ein Nacht, irgendein Nachtjob. Ja, soll das, da sehe ich mich, Alter, ich werde immer bald, ich so einen Nachtjob, Alter, da sehe ich mich. Wo sehen Sie sich in 20 Jahren nachts? Immer mit nachts. Jetzt einfach ein Job, was mit nachts zu tun hat. Ob das egal ist, ich. Ey! Arschloch. Ach, brillant. Dann wird ihn noch einen Plan gerufen. Ah, gut, nee, war ich ganz übel. Ja. Bleib du mal hier. Oh. Hey! Und der! Nee, egal. Bäh. Ja gut, das stimmt da jetzt nicht. Oh ne, ne? Oh ne, oh ne. Jetzt habe ich mir jeden auf den Plan gerufen. Ah. Hallo. Kann ich helfen? Boah. Aua. Hier geht's nicht. Thank you.
gehabt, Glück gehabt. Glück. Alter, okay, die sind hart. Die sind hart. Die sind hart. Oh, gut, geschafft. Na gut, wir haben mit einem Schlauch ganz schön gut zu. Ich habe eben drei Spinnen an Eis auf den Plan gerufen. Ja, ganz wild. Geil, ey. Das habe ich gelernt im Leben. Mach ich die Gegend auch ganz gerne. Ich bin kein Fan von dieser Gegend, tatsächlich. Aber hier war richtig, ne? Wieder in irgendeine, kann ich jetzt nicht in die Spinnen rein. In einem Quadrat, 7 Quadrat, Alter. Wollte aber eben mein hübsches, liebes, süßes Pferd schützen. Hm. Na ja, gut, also dann ist vor mir, ne? Also nebengehauen. Herzlichen Glückwunsch. Wollt ihr jetzt Zauberwächter anfangen? Das sind genau solche Loser. Ah ja, das könnt ihr, ne? Ja, geil, wie feig ist das denn, Alter? Stell mich aber irgendwo hin, wo man da nicht durchkomme. Dann kann ich auch, kann ich auch gewinnen. Nö, ich doch eigentlich zu dieser Jahreszeit. Ich mag es. Mag es doch eigentlich ganz gern, doch. Ich find's gar nicht so schlecht. Warte. Ich mach kurz vorher, ne? Einmal tschüss. Und jetzt komm. Schieß einmal. Nochmal, komm. Nochmal. Gut, sehr gut. Na komm nochmal. Komm, komm. Drei. Komm. Einer geht noch. Tschüss. Oh. Oh. Oh, guck mal, wie viel die aushält. Oh, die gibt sich richtig Mühe. Nee, nee. Ich mag hier sogar einen Fall im Kreuz haben. Danke. Wow. Ein Gegenangriff gestartet. Vertreib es nicht. Bauen. Okay. Als Maul. Hätte ich als Maul gesagt. Als Maul. Ohne Witz. Sehr intelligent. Oh. Ah, wie cool. Banditenanführer. Jetzt kommt, Alter. Der hat jetzt wieder Endboss. Hier soll jetzt Dark Souls, ne? Oh, Alter. Oh, warum du? Okay, komm mal, ich kann noch. Kann das hier. Ja, kannst du machen. Oh, der auch. Der hat gezogen. Ja, ja, wenn aber. Ja, wenn er viel, viel stärker. Oh, kurz mal heilen. Hier kurz aufpassen. Wo war das? Wo war das Viereck-Ding? Da. Ach, immer da drüber. Den gefallen. Oh Mensch, schade. Hätte ich drüber rennen können, wäre lustig gewesen. Hätte ich auch nicht aussagen können. Ich weiß nicht. Wow. Wow, kannst parieren. Aber und sterben kannst du hoffentlich auch. Banditen im Führer. Plus 2? Wirklich plus 2? Oder sie hatten wieder. Irgend Quark. Ja, aber ne, die haben 41. Naja, passt. Ach, wir haben ja ein bisschen mehr Bogenschaden, das passt schon. Das ist schon okay. Schade, dass er nicht rübergelaufen ist, ey. Hätte ihn auslachen können. Kann ja aber auch so, weil er verloren hat. Ah, Mensch. Tun immer alle so, ne? Auf ultra geil. Wow. Ja, wow, das war natürlich wieder Fell. Tun immer alle so auf ultra. Alter, ich bin hier der coole, ich bin hier der Mann im Haus. Und wenn du den auch aufs Maul haust, dann ich sterbe. Tu es nicht.
Rede ich mal gar nicht. Ich dachte, ich könnte gut kämpfen. Muss ich ja ganz oben? Ich glaube ja, ne? Stimmt. Dachte ich mir. Na gut, das war ja schon mal der Vorgeschmack. Achso, ja. Klar, ne, die sind natürlich durchgekommen, ohne mir zu killen. Wurden auf den anderen Weg genommen oder was? Oder sind vorbeigeschlichen? Das kann ich mir auch gut vorstellen bei denen. Ja. Ja, als ob! Alter, das nervt immer so. Hallo. Wo denn? Herrgott nochmal! Klar. Einfach mal so aus Prinzip. Hallo, ich will das Ding jetzt mal aufhaben. Oh, danke, das geht. Auf dem Tischkäche. Ist ja geil. Ich, bin gerührt. Was? Hier schon wieder. Der einzige, aber ja, komm her. Diese Apparate schon wieder, na ganz toll. Haben natürlich auch durchgeschafft, ne? Ganz scheiß kann ich jetzt gegen kämpfen, ne? Na wohl. Was bist du, Abwehrer und gleich? Ja, ein beschissener Teil. Zwergensphäre. Blöder Müll, da muss einfach aus dem. Also dieser Schrott hier muss einfach aus dem. Muss einfach aus dem Müll und gutes. Pisser. Blöder Pisser. Oh Gott. Nö. Ja, ist schon okay, aber so nicht. Ich mag das nicht ganz so gerne, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, okay. Fackelt ab. Ich meinte eigentlich fackelt ab, nicht, Ja, könnt ihr Wasser ab? Ja. Oh, da kommt er rein. Okay, er kommt da doch rein. Zweite Heilung. Oh, ich gebe induzieren. Das wäre zu lustig, dass sie daran nie. Ja, ich glaube, daran haben sie nicht gedacht. Entweder sie haben daran tatsächlich nicht gedacht, dass es jemand mal ausnutzen könnte. Was sie wollten nicht dran denken. Einmal. Reicht's mir hier. Zweimal. Wo letzte Teil, Alter. Hier, komm her. Ist gut jetzt. Ich habe keinen Bock mehr gegen euch zu kämpfen. Schluss. Warum zweite Heilung? Unerbittlich. Das ist eine erste Heilung. Was war das? Sorry. Ist ja auch egal. Im zweiten sieht man besser, vielleicht deswegen. Im zweiten sieht man echt besser, ne? Einem Auge ist zu weniger. Obwohl, sieht man da, ich weiß gar nicht, sieht man mit einem Auge wirklich weniger. Jetzt siehst du gar nicht weniger, oder? Das siehst du nur Räumlichkeiten nicht, oder? Ist da wenig? Also ist sie da auch von der Umgebung die Hälfte? Weiß ich gar nicht, glaub nicht. Oder? Ach, was weiß ich. Als ich hier mit einem Auge sehe.
Ich war noch nie ein Eugisch!